Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem nächsten Bauvlog. Der letzte ist tatsächlich schon 7 Monate her, habe ich gerade nachgeschaut. Und es ist jetzt Nummer 36. Es geht weiter. Ihr wisst ja, oder einige wissen, wir haben so einen kleinen Baustopp, beziehungsweise haben wir ganz viel auch gar nicht mehr gefilmt, weil das immer nur so Kleinigkeiten waren, die wir halt noch gemacht haben. Aber das Wohnzimmer war halt unser letztes großes Projekt. Jetzt geht's aber weiter. Wir haben ein nächstes großes Projekt, denn ihr wisst, wir sind schwanger und wir brauchen ein neues Kinderzimmer. Das Kinderzimmer war von Anfang an ja schon geplant. Das sollte damals erstmal das Gästezimmer werden, bis halt das zweite Kind kommt. Jetzt kommt das zweite Kind, jetzt wird es ein Babyzimmer, obwohl es noch nie ein Gästezimmer war, denn es ist die ganze Zeit noch im Rohbau. Wir haben einfach nur die Tür zugemacht und es als Abstellkammer benutzt. Aber ich zeige euch das Ganze jetzt und erzähle euch auch, wie wir das vorhaben. Wie das geplant ist und so weiter. Ja, das hast Felix ist jetzt ungefähr den dritten Tag dabei, aber er hat auch nur ganz viele, also nur Kleinigkeiten gemacht und hat da auch immer nur ganz wenig Zeit. Also ja, keinen ganzen Tag oder sowas, sondern immer nur abends mal eine halbe Stunde oder am Wochenende mal eine halbe Stunde bis Stunde. Also ist noch nicht viel passiert. Ich habe auch viel vorgearbeitet. Ich habe nämlich den Raum komplett leer geräumt. Denn wir hatten da ganz viele Sachen noch drinne und genau, dann haben wir noch den ganzen Müll rausgeräumt. Da stand zum Beispiel noch der große Fernsehkarton drinne von unserem großen Fernseher und Laminatmüll, also von dem Laminat noch ganz viel Plastikmüll und sowas haben wir alles rausgeräumt. Und jetzt können wir euch endlich dabei mitnehmen. Felix hat heute oder ist jetzt gerade von der Arbeit gekommen und möchte jetzt weitermachen. Und genau, ich wollte euch das Ganze einfach mal zeigen. Und herzlich willkommen wieder zum nächsten Bauvlog. So, einmal zur Orientierung. Wir sind hier oben im Flur. Hier ist Lias Zimmer. Hier bei Felix ist das Bad. Und hier haben wir den, ja, unbekannten Raum, den ihr bestimmt schon öfters in den Vlogs gesehen habt. Aber wie gesagt, wir hatten immer die Tür zu und als Abstellkammer genutzt. Jetzt geht's hier weiter. Und ich wollte euch das Ganze mal zeigen, wie es jetzt aussieht. Hier ist natürlich schon ganz viel Baumaterial bzw. Werkzeug. Und so sieht das Ganze erstmal hier aus. Wir haben hier so ein kleines Dachfenster drin, aber das wird nicht das Fenster vom Zimmer, weil das ist einfach viel zu klein und es ist einfach viel zu dunkel. Deswegen kommt da oben eins rein. Ein recht großes, so wie bei Lia. Genau, aber jetzt würde ich erstmal sagen, sage ich euch mal, wie wir das Ganze so geplant haben. Also, was wir hier umbauen und wo wir die Wände ziehen, denn hier kommt tatsächlich noch eine große Wand rein. Der ganze hintere Bereich wird nicht zum Kinderzimmer gehören, denn hier unten haben wir ein riesengroßes Loch drin. Das haben wir damit extra gemacht, wegen dem Fenster, damit unten in den Flur Licht reinkommt. Da wollten wir so eine Art Schacht haben. Genau, deswegen haben wir hier damals das Fenster eingesetzt und auch das Loch reingemacht. Das bleibt auch alles so. Aber es kommt jetzt hier, also ja, hier am Balken seht ihr es, glaube ich, ganz gut. Hier kommt eine Wand rein. Also mit dem Abschluss des Balkens. Die wird dann auch hier komplett hochgezogen. Die endet dann hier. Und dann, genau, ist hier zu. Und das wird dann Kinderzimmer sozusagen. Es ist ein bisschen kleiner wie bei Lia. Aber es reicht absolut als Kinderzimmer bzw. Babyzimmer gespielt werden. Kann immer noch auf dem Flur oder eben bei Lia. Hier hinten. Also was passiert jetzt hier mit der hinteren Ecke? Wie gesagt, hier unten ist ja unser Flur. Da sind wir auch noch nicht dabei, das umzubauen. Da unten ist gerade Baustopp, weil da müssten wir erstmal noch, also das ist einfach viel zu viel Arbeit noch. Deswegen, genau, das wird erstmal außen vor gelassen. Und den Raum hier hinten nutzen wir dann als Abstellraum. Ihr seht, das geht hier noch richtig weit nach hinten und damals haben wir eigentlich gedacht, dass man das ja super irgendwie so als Kuschelecke oder so für das Kind machen könnte. Aber wir haben gemerkt, wir brauchen einen Abstellraum und wir haben ja gar keinen Abstellraum. Und deswegen wollen wir jetzt hier bei dem Balken einfach so eine kleine Mini-Tür reinmachen, so eine Lamellentür oder so und dann dahinter alles als Abstellraum für Staubsauger, zu klein gewordene Klamotten von Lia, eigentlich einfach für alles, was man halt nicht so braucht. Das geht auch. Ja, schön weit nach oben. Also es ist schon ein schöner Raum. Genau, und das muss jetzt alles noch verkleidet werden mit USB. Aber nur mit USB, da kommt kein Regips oder so hin. Nur, dass man hier die Dämmung nicht mehr so frei laufen hat. So, ich glaube, so seht ihr es nochmal ein bisschen besser. Genau, also das hier wird dann der Abstellraum.
Und der Rest wird erstmal so offen gelassen. Und hier kommt dann halt eben beim Balken einmal die Wand hin. Genau. Das ist also der Plan. Hier seht ihr ja die Wand. Das ist ja die Wand von Lias Zimmer. Da muss nur noch Regips drauf. Strom liegt schon, oder Schatz? Nee, ist von Lia, ne? Das ist von Lia. Also Strom für Steckdosen und so weiter muss noch reingelegt werden. Aber sonst muss hier nur noch Regips drauf. Stimmt, Schalung fehlt noch. Das sind hier diese kleinen Bretter. Das fehlt noch, sonst könnte man den Regips ja gar nicht festschrauben. Genau, und sonst ist die Wand ja soweit fertig. Wie gesagt, hier oben kommt noch ein Fenster rein. Und die größte Aufgabe ist aber, glaube ich, also das Fenster ist die größte Aufgabe, oder? Ja, auf jeden Fall. Und danach halt hier einmal die Wand ziehen, aber das ist ja kein Problem. Das kennt Felix ja schon, genau. Genau, hier hinten, ich stelle mal hier vorne hin, wo die Wand hinkommt. Da ist eigentlich auch schon fast fertig. Danke, Hase. Da muss auch nur noch unten an die Brandschutzmauer ein bisschen Dämmung und dann auch nur noch mit Regips verkleiden bzw. Schalung. Und dann ist das auch fertig. Also das ist wirklich, also ne, das ist schon fast fertig. Und hier seht ihr am Bad, die Wand ist auch schon mit Regips verkleidet. Da muss dann auch nur noch gespachtelt werden sozusagen. Ja, so, wie viele Quadratmeter sind das ungefähr? Felix misst einmal aus. Also wie gesagt, es ist ein Stückchen kleiner wie Lias Zimmer. Denn wir haben ja hier hinten die ganze Ecke nicht mehr, die bei Lia ja unten noch dieses Spielzimmer ist, ihre Spielecke. Die haben wir halt nicht. Dafür ist der Raum aber zum Bad hin ein bisschen länger. Aber Felix misst einmal. Aber wie gesagt, wir haben... Er soll ja wie gesagt auch nur ein Babyzimmer werden. Hm? Was sagst du? 15 Quadratmeter so. 10 oder 15? Das ist ein großer Schwung. Ja, weil ich jetzt die Kante noch nicht mehr... Ich weiß ja nicht, wie weit die Wand reingeht. Ach so, 10 ja, bis 15 gut. Quadratmeter. Okay, also... Ja, es passt auf jeden Fall, denke ich mal, alles rein, was wir reinkriegen wollen. Hier kommen ja dieselben Möbel rein wie bei Lia, also Lias Babymöbel. Und die stehen bei Lia ja auch im vorderen Bereich von dem Zimmer. Und der hintere Bereich, der hier nicht dabei ist, ist ja sowieso nur zum Spielen. So, Felix wird jetzt anfangen und weitermachen. Und ich zeige euch dann nachher, was er so geschafft hat. Ich und Lia werden jetzt ganz kurz einkaufen gehen, also allzu viel Zeit hat er nicht. Aber ich kann euch ja am Tagesende mal zeigen, was er so geschafft hat noch. Hallo meine Lieben, wir haben uns hier in diesem Bauvlog lange nicht mehr gesehen. Und ich wollte euch einmal den aktuellen Stand vom Babyzimmer zeigen. Es ist super viel passiert die letzten 2 Wochen. Und bevor ihr das gar nicht mehr seht, wollte ich euch einmal ein Update geben. So, hier ist ja die Tür, wie ihr seht. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wie gesagt, es ist wirklich total viel passiert. Tadada. Wir können die Tür nicht ganz aufmachen, weil dahinter steht noch was. Aber ich zeige euch einmal so hier den Einblick. So, und dann erzähle ich euch natürlich auch, was so passiert ist. Also, was wir hier so gemacht haben. Ich glaube, die größte Veränderung seht ihr hier an der Wand. Hier ist nämlich komplett Regips. Wobei, wartet mal. Wir haben ein Fenster. Das wisst ihr ja auch noch gar nicht. Wir haben ein neues Dachfenster selbst eingesetzt. Und genau, ja, jetzt haben wir hier ein Fenster mit richtig viel Licht, wie ihr seht. Und es ist auch richtig schön groß, damit hier wirklich ganz, ganz viel Licht reinkommt. Und hier haben wir jetzt einmal den Blick. Die Wand war ja schon soweit fertig mit Regips. Und jetzt hat Felix hier diese Wand einmal komplett gedämmt. Dann blaue Folie rauf, also Dampfsperre und USB, das hier und jetzt noch einmal Regips. Also hier war er richtig fleißig, das hat er alles an einem Sonntag gemacht, also mega fleißig. Und ja, da muss es also nur noch gespachtelt werden und noch geschraubt werden, überall hier, wo ihr die Striche seht, da muss einmal noch geschraubt werden. Ja, dann hat er die Decke natürlich wieder zugemacht. Wir haben die natürlich wegen dem Dachfenster einmal komplett aufreißen müssen. Das hat er hier natürlich wieder alles ordentlich zugemacht. So wie sich das gehört. So, und dann seht ihr hier, haben wir hier eine Wand gesetzt. Beziehungsweise hat Felix hier hinter auch noch USB beschlagen. Die ganze Zeit war ja das hier unser Abstellraum. Wir haben hier alles Mögliche untergestellt. Flohmarktartikel, Staubsauger, alles. Und ja, das haben wir jetzt alles natürlich rausräumen müssen, um hier zu bauen. Und natürlich auch, weil es jetzt ein Kinderzimmer wird. Und dann, ja, wohin mit dem ganzen
Krempel und dementsprechend ist so ein Abstellraum wirklich Gold wert. Und wir werden den, wie gesagt, als Abstellraum benutzen, bis wir unten den Eingangsbereich machen, beziehungsweise kommt dann einfach noch eine Wand dazwischen, dass man dann auch wieder nicht runter ins Loch fällt. Das Loch bleibt erstmal so zu, weil wir, wie gesagt, den Eingangsbereich unten noch nicht ausgebaut haben. Genau, und das hier ist jetzt das Kinderzimmer an sich. Also wir sind schon richtig gut vorangekommen und im Endeffekt, ja, hier fehlt eigentlich nur noch Spachteln und hier hinter mir muss natürlich noch einmal mit Riegels beplankt werden, zeige ich euch gleich. Und die Wand muss fertig. Strom liegt auch schon komplett, das hat Felix auch schon gelegt. Da unten seht ihr das so ein bisschen. Genau, und dann kann hier gestrichen werden. Zur Farbauswahl hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ihr wisst ja, es wird jetzt ein Mädchen statt einem Jungen. Vorher war hier blau-weiß geplant mit schwarzen Punkten. Jetzt wird es einfach rosa-weiß, ganz klassisch. Wir wollen überall unten eine Fake-Täfelung hinmachen. Das habe ich bei TikTok gesehen und finde ich richtig schön. Und genau, deswegen wollen wir das gern machen. Und sonst, ja, steht hier nicht viel an. Ich kann euch ja mal zeigen, wie so die Möbel geplant sind im Moment. Wir nutzen ja dieselben Möbel, die bei Lia gerade im Zimmer stehen, einfach weil wir ja kein zweites Kinderzimmer kaufen wollen, nicht zweimal die gleichen Möbel haben wollen. Und Lia ist jetzt aus dem Alter raus und dementsprechend nehmen wir dann ihre Möbel. Der Kleiderschrank wird hier hinkommen, weil das einfach die höchste Wand ist. Da wirkt er einfach schön und ja, das ist fast der einzige Platz, wo er hin kann. Also der Kleiderschrank kommt hier hin. Hier kommt das Bett hin und zwar so ein bisschen schräg in den Raum rein, einfach damit man noch da dann in den Abstellraum reinkommt. Falls man was Großes hat für den Abstellraum, kann man das Bett ja kurz zur Seite schieben. Das heißt, hier wird dann das Bett hinkommen. Hier hat die kleine Maus eine komplett freie Fläche. Ich weiß nicht, ob wir da noch einen Schrank hinstellen oder sowas, ein kleines Regal vielleicht. Aber sonst ist das alles frei. Und hier kommt der Wickeltisch in die Ecke, wo Lia gerade spielt. Also ganz an die Wand dran hier kommt der Wickeltisch. Genauso wie bei Lia jetzt im Endeffekt, weil Lia hat ja genau denselben Balken hier in ihrem Zimmer drin. Und da wird eben der Wickeltisch stehen. Das heißt, wenn man reinkommt, direkt der Wickeltisch. Und hier haben wir, wie gesagt, auch schon Strom gelegt für dann zum Beispiel den Heizstrahler und sowas. So, und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Da ist der Felix hier wieder fleißig. Und dann lasse ich auch die Kamera mal so ein bisschen hier stehen. Da könnt ihr ihm wieder zuschauen, wie er das so macht. Und dann, genau, bis morgen. So, meine Lieben, es geht weiter. Ihr hört, Felix ist fleißig im Babyzimmer. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Und ich zeige euch mal, was er geschafft hat, denn er ist schon die ganze Zeit dabei, aber ich hatte gar noch was zu tun und konnte gar nicht filmen. Und er hat schon fast die Decke fertig, also echt Wahnsinn. Er ist wirklich wieder super schnell. Aber ich würde sagen, ich zeige euch mal, was er schon so geschafft hat. Wir gehen mal rein. Kann ich rein? Ja klar, muss vorsichtig sein. Ich stehe hier hinter, deswegen. Hinter der Tür direkt? Ja, komme ich ja gar nicht. So, Felix sägt hier oben gerade eine Schalung ab und hier seht ihr, was er schon geschafft hat. Also er hat hier schon das Stück fertig. Hier vorne musste er noch mit einer Schalung einmal ausbessern, weil da war sozusagen ein Loch. Und dann hat er hier die Decke schon mit Regips beplankt. Und hier oben hat er auch schon angefangen und jetzt geht es hier weiter. Deswegen muss er sich da gerade ein bisschen Platz machen. Ja, und dann... Weil ich die Kante ordentlich brauche. Ja, klar. Wenn ich hier die Drehung jetzt gleich reinschneide. Und dann mache ich gleich sowieso die Wand hier fertig. Da muss ich auch noch dämmen vorher. Mhm, stimmt, dafür noch dämmen. Noch nicht jetzt, aber nachher. Die Decke noch. Die Decke, ja. Das Stück noch und dann hier noch. Und die kleine Wand hier. Ja, die geht ja ganz schnell. Ja, ist ja nicht viel.